Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und habt schon einen grandiosen Start in das neue Jahr 2024 gehabt. Dieses Jahr startet für mich mit einem Video, von dem ich mir erhofft habe, dass es noch nicht so schnell passiert und das mich sehr traurig macht. Am 1.1. ist meine geliebte Oma zurück nach Hause in die geistige Welt gegangen. Sie ist von uns gegangen. In der zweiten Dezemberwoche musste sie aufgrund von Corona ins Krankenhaus und damit starteten emotionale und stressreiche Wochen. Zum einen die Sorge um die Oma, da es immer so ein Auf und Ab war. Es ist mal besser geworden, dann ist wieder ein heftiger Rückschlag gekommen. Und ja, und zum anderen auch ein Familienmitglied, das die Situation ausnutzte. Vieles ist in dieser Zeit passiert, viel Negatives, aber auch viel Positives. Und ich habe meine Oma bei ihrem Übergang begleiten dürfen. Ich habe nur wirklich viele wunderschöne Momente mit ihr im Krankenhaus erleben dürfen. Auch wenn sie sediert war, hat sie alles mitbekommen. Und es hat da wirklich nur einen tollen, witzigen Moment gegeben, wo ich eben erzählt habe, was ich da so mache und dass ich das damit sogar schon ein bisschen Geld ernten darf. Und hat sie ganz verwundert geguckt, ne? Also die Augen so hochgezogen, so unter dem Motto, was? Wirklich? Ne? Und ja, es waren nur viele tolle Momente, die ich mit ihr noch haben durfte. Sie hat mir sogar zweimal eine ganz besondere Gnade erwiesen und mir den Einblick in die geistige Welt gewährt. Also für mich ist es jetzt ab jetzt wirklich der Himmel. Einmal im Traum, wo ich sehen habe dürfen, dass sie an der Schwelle zum Himmel steht. Und einmal an ihren Todestag, wo ich diesen heiligen Raum des Übergangs betreten habe dürfen. Vieles durfte ich in dieser Zeit nur erkennen, lernen und heilen. Und ich mich sogar mit der Schulmedizin versöhnen können. Und wer meine Geschichte kennt, der weiß ja, dass sie Schulmedizin und ich keine Best Friends waren. Dank der Schulmedizin habe ich mich nämlich noch von meiner Oma verabschieden können, habe ich alles sagen können, was sie sagen wollte, und habe sie eben auch energetisch begleiten dürfen. Ich habe die Meridiane gestrichen und viel mit ihr gebetet und ihr eben auch die Engel geschickt. Am 29.12. haben wir dann wieder auf Vorarlberg zurück müssen und der Abschied war wirklich sehr schwer für mich. Und am liebsten wäre ich bei ihr ins Krankenzimmer eingezogen, einfach um bei ihr zu sein. Gott sei Dank ist uns da ein kleiner Götterbote zugelaufen, der uns wirklich sehr fordert und der vor allen Dingen aber auch mich dazu gezwungen hat, meinen Selleriesaft nicht im Krankenzimmer zuzubereiten, sondern zu Hause. Von zu Hause aus habe ich die Oma dann natürlich energetisch weiter begleitet, also die Meridiane gestrichen, gebetet und ihr eben den Engel der Gnade, den Engel der Heilung, den Engel der Wiederherstellung, den Engel der Stärke sowie den Erzengel Raphael und zum Schluss eben auch den Erzengel Azrael geschickt. Am 1.1. nachmittags ist dann die Nachricht von meiner Schwester und von meinem Bruder gekommen, dass die Oma im Sterben liegt. Und um 22.45 Uhr kam dann die Nachricht, dass die Oma von uns gegangen ist. Es fühlte sie und es fühlt sich noch bis heute alles sehr leer an und auch sehr
unrealistisch, denn auf der einen Seite habe ich ja eben diese Gnade bekommen und durfte den Einblick in die geistige Welt bekommen, in den Himmel bekommen. Ich durfte sehen und fühlen, wie es dort ist und weiß eben, dass sie dort lebt. Und auf der anderen Seite ist halt hier auf Erden das Materielle, das Körperkleid, das nicht mehr ist. Und das fühlt sich sehr, sehr komisch an. Auch das Trauern fällt mir schwer und auch noch sehr unrealistisch. Ich lasse natürlich jetzt immer mehr die Trauer zu, denn muss ja ehrlich zugeben, diesen Schmerz mag ich gar nicht fühlen. Ich möchte auf diesem Weg jetzt nochmal meine Oma ehren, denn alles, was ich von meinen Erzeugern nicht bekommen habe, das hat mir meine Oma gegeben. Liebe, Geborgenheit, Zuflucht, ein Zuhause, der Glaube an mich selbst, das Gefühl, gewollt zu werden, richtig zu sein, geliebt zu werden. Durch die Oma habe ich wirklich ganz viel erreichen können. Nur deshalb, weil du und der Opa mir ein Zuhause gegeben habt. Durch euer Zuhause habe ich meinen Meister machen können, die Unternehmerprüfung, mein Studium. Ich habe mich persönlich weiterentwickeln können und noch viel, viel mehr. Du hast mir die Familie gegeben, die ich nie hatte und die aber dringend gebraucht habe. Du hast mir vieles gelernt, vom Kochen und Haushalt bis hin zu lehrreichen Lebenslektionen, die ich bis zum Schluss lernen habe dürfen. Danke, Oma, dass du meine Oma bist. Ich liebe dich aus tiefster Seele und tiefstem Herzen. Ich möchte hier auch noch zwei Menschen ganz besonders danken. Der erste große Dank geht an meinen Schatz. Danke, dass du bei mir bist und gerade mein Fels in der Brandung bist. Danke für deine liebevolle Unterstützung, fürs Beruhigen, fürs für mich Denken und Handeln und fürs Trauern helfen. Danke, dass wir in dieser schweren Zeit noch näher zusammengewachsen sind und unsere Liebe noch tiefer geworden ist. Der zweite große Dank geht an dich, liebe Mara. Danke, dass du dein Heim mit uns geteilt hast. Danke für deine unterstützenden Worte und danke fürs Dasein in dieser schwierigen Zeit. Ein großer Dank geht auch noch an das Team der Intensivstation Oberbullendorf. Danke, dass ihr euch so liebevoll um meine Oma gekümmert habt und alles für sie gegeben habt, dass ihr immer so einfühlsam auf uns eingegangen seid und alles gut erklärt habt, trotz der schwierigen Familiensituation. Dank euch habe ich wieder Vertrauen in die Schulmedizin fassen können. Danke. Ihr Lieben, ich begebe mich ab nun in eine Trauerauszeit. Das Begräbnis findet in der Woche vom 16.01. statt. Das heißt, bis zum Begräbnis, also bis nach dem Begräbnis, gibt es jetzt hier keine Videos, damit ich einfach genug Zeit zum Trauern habe und einfach auch wieder zu Kräften kommen kann. Es wird zwischendurch kurze Updates geben bezüglich meines Interviews im großen AW Online-Kongress, also praktisch, wo ihr euch kostenlos anmelden könnt, wann es genau stattfindet, wie lange es geht. Der Link zum Kaufen vom Paket. Wenn jemand von euch das Paket kauft, dann unterstützt ihr auch mich damit, da ich eben Provision davon bekomme und noch viele weitere Informationen, die wichtig sind, um bei dem tollen Kongress dabei sein zu können. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr euer kostenloses Abo auf meinen Kanal beibehaltet und ihr mich so eben unterstützt, auch indem ihr die schon hochgeladenen Videos schaut, liked und kommentiert, weil damit unterstützt ihr mir wirklich sehr, sehr viel und hilft es eben auch mit, den Algorithmus auf YouTube aufrecht zu erhalten, damit mein Kanal nicht wieder untergeht in der Zeit, wo es jetzt ruhiger wird. Ich danke euch allen
aus tiefstem Herzen für euer Verständnis und für eure Unterstützung. Wir sehen uns bald wieder mit neuen Videos in neuer Frische. Bis dann. Baba.